Und du brauchst ihn dich beschützen. Ja. Ey, und schon kiekt so. Könnt ihr mal alle gehen? Kannst du mal die Kamera nicht auf mich richten, wenn meine Haare nicht gemacht sind? Hast dich hier zurückgezogen, weil es deine Ruhe haben. Jetzt kommen alle her. Jetzt kommt ja auch noch. Was sind für Rudelbombs hier? Ja. Willst du auch einen Kurs kriegen? Was los? Mein Ey, pass auf hier! Also, was machen wir aus? Scheiße. Ah. Angst. Ah. Geh weg. Alles gut, Baby. So, wir haben uns mal warm angezogen und vor allem viel. Warte mal, bevor du es zerstörst, das muss man erstmal genießen. Also ich stehe hier auf der Terrasse, ich stehe ungefähr, ja, hier ist Boden. Das ist ungefähr Bauchhöhe von mir. Und da geht es richtig abwärts und auf der anderen Seite geht es wieder aufwärts. Wir haben hier so eine Art Hexenkessel, dass du nicht runterfällst. Ja, da ist irgendwo der Karton noch runter. Und Susi möchte jetzt was machen, was er schon die ganze Zeit machen möchte. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Nein, das war ja nur gar nichts. Sam! 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 Das war ja nur gar nichts. Mehr traust du dich nicht, oder was? Da sitzt dann auch noch ein Stuhl und ein Tisch drunter irgendwo. Also. Und da kommt das Beet und die Sträucher. Ich weiß nicht, wo du gerne hinspringen möchtest. Na, eigentlich aber wollte ich von da oben. Da können wir ja auch noch reinspringen. Können wir ja auch. Ist dir eigentlich klar, dass du auf Kopfhöhe mit der Wäsche eine bist? Krass. Ja. Ist doch härter, als ich dachte, der Schnee hier. Ich hätte nicht gedacht, dass man hier so gut stehen kann. Jetzt bist du irgendwo am Ende der Terrasse. Ab da dürfte dann der Strauch kommen. Krass. Sam, nicht immer stören. Macht's auch nicht einfacher. Ja, das ist ja dann. Ich mach dann schon mal einen Tee und so. Nun geh mal bis zu dem Vogelhaus da vorne. Was? Okay, ja. Sam, Schluss jetzt. Komm mal hier. Hierher. Ja, ich höre ganz genau auf mein Herrchen. Sam! Mann! Du versaust doch alles! Der ist der Rettungshund, an dem du dich dann festhalten musst. Der dich dann noch weiter eingräbt. Was denn jetzt? Soll ich jetzt zu dir kommen oder was? Ja. Wird ja bald Frühling, ne? Jetzt muss ich da hin. Ich schwerer Batzen. Ich sack doch noch mehr ein als du. Kommst doch raus, geht doch. Mir ist kalt. Ach, guck an. Nein, ich will mir nicht so viel anziehen. Ich gehe nur mit einer Jogginghose raus. Witzig, wir stehen hier genau an der Grenze von der Terrasse. Ah. Nochmal. Und etwa höher als unsere Sitzbank, die wir da gebaut haben. Das ist ja echt heftig. Warum du so ausflippst? Kup sieht auch gut aus. Ja, ja. So, und jetzt willst du nicht da durch, oder was? Das war's jetzt. Das ist ganz schön anstrengend.
Ja, na logisch. Vielleicht muss man einfach nur schnell aber laufen. Wir haben hier unser Stadion. Ganz schnell. Und dann lässt du dich da reinfallen und da kannst du viel besser laufen. Wie eine Elfe. Wenn du schnell läufst, dann rennt Sam dir wieder hinterher. Was macht der denn jetzt? Wie eine Elfe darüber schweben. Na los, Elfe, schweb mal. Schweb, Elfe, schweb. Sam, bleib hier. Na, es hat ja nicht gut so richtig so elfenmäßig so. Naja, ich sehe schon. Das war irgendwie nix. Ey, hilf mir! Ach, schon wieder? Warum denn jetzt? Ja, weil ich hier nicht mehr raufkomme. Nimm mir mal auf zu lachen, wenn du unten hängst. Ist nicht witzig. Doch. Nee. Bisschen. Jetzt bin ich auch drin. Super. Geh weg. Sam. Nimm mir deine Brille mit. Du heulst rum, dass du schneeblind bist. Nicht ich. Nimm die Sonnenbrille auf. Sam. Jetzt ist Schluss. Dann kriegst du auch nicht gebändigt. Wa? Keine Chance. Sam, Schluss jetzt. Warte, nee. Was nie. Kriegst du nicht raus. Ein bisschen wickeln. Ein bisschen hin und her wickeln. Das ist eine scheiß Idee. Nein, geh nicht so weit. Das wird das. Thumbnail für das Video. Nein! Danke. Das war's schon jetzt, oder wie? Ich will es auch nicht mehr. Oh Mann! Du Spinner! Du Spinner, du! Meine Frau, bisschen Schnee, so nichts zu gebrauchen, komplett fertig. Ich war gerade da oben drauf auf dem 2,5 Meter hohen Schneehügel. Glaubt mir keiner, weil kein Video. Also machen wir es nochmal. Sam, kommst du mit? Was für eine Frage, ne? Klar, komm. Das ist der Durchgang zum Garten. Wie gesagt, da oben, ich schätze mal so 2,5 Meter vielleicht. Geschafft. Was? Das ist der Hammer. So viel Schnee und Eis. Eigentlich würde ich ja gerne mal zur Garage rüber. Ich weiß nicht, inwiefern das hier so weich ist oder belastbar. Aber eigentlich. Genau, geh doch mal vor. Nee. Ab hier sink ich schon bis zum Knien ein.
schade. Na gut. Kriegt das Tor wahrscheinlich eh nicht auf. Komm, wir gehen zum Schlafzimmer. Nee, ich trau mich nicht. Hier wird's weich. Also die härteste Eisstelle ist wirklich hier. Kann man gut drauf stehen. Und hier sackt man immer bis zum Knie ein. Hier ist irgendwie Eis drunter. Guck dir unseren Hund an, ey. Der Schisser. Das war schön. Das wollte ich schon machen, seit der Schnee hier so hoch ist. Wollte ich das immer machen. Chaot. Du Chaot. Du hast Spaß, ne? Du hast Spaß. Ich sehe ja, wo du warst. Ferkel. So, jetzt springe ich da auch so hoch wie eine Gazelle. Der kanadische Springbock. Ist nur ganz selten anzutreffen. Hier haben wir ein sehr possierliches Tierchen. Dessen Fellpflege der des Schnundes ähnelt. Kann jetzt reingehen. Da drüben will ich nochmal. Oh mein Gott. Aber mit den Schuhen kommst du mir nicht ins Haus. Musst du barfuß reinspringen. Puh. Ich glaube, ich muss mal meinen Lungenvolumen untersuchen. Komm, spielt er 5 Minuten im Schnee, ist er fix und alle. Du solltest die ausschütteln. Soll ich Musik machen? Toll, den Head hat er als erstes ausgezogen.